Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe nämlich gekreuzt und ich möchte euch jetzt erstmal sagen, was ich so Schönes gemacht habe. Oder auch nicht. Ich muss gleich sagen, ich kommentiere das hier gerade nach, weil ich Ginny den, wie heißt das? Ach Gott, jetzt habe ich es vergessen. Aber auf jeden Fall habe ich nicht kontrolliert, ob Fraps mein Mikrofon aufnimmt. Und ja, Fraps hat stattdessen den Mixer aufgenommen. Ach, wie heißt es denn? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt gleich, was ich gekreuzt habe. Moment. Ja. Kabere besteht aus Erdbeere und Karotte. Paberita aus Erdbeere und Kartoffel. Ja, mach weiter. Beribär aus Erdbeere und Wassermelone, Tataro aus Karotte und Kartoffel, Caddy aus Karotte und Rübe, Tomaka aus Karotte und Tomate, Camelo aus Karotte und Melone, mach weiter, Radita aus Kartoffel und Rübe, Bashota aus Kartoffel und Süßkartoffel, Tobatama aus Kartoffel und Tomate, ja, komm, Kartoffel und Melone wird zu Potamelo, Entschuldigung, und Candy besteht aus Rübe und Süßkartoffel. Treddy oder Trady aus Rübe und Tomate. Rory oder Rory aus Rübe und Wassermelone. Kashri aus Wassermelone und Süßkartoffel. Kartoffel. Und Melobär aus Wassermelone und Melone. Und dann haben wir noch Magerum aus keine Ahnung. Ach so, hier, Pfirsich und Banane steht's. Und Paberita aus... Uiuiui. Keine Ahnung. Lamunge auf jeden Fall aus Pfirsich und Orange. Paberita habe ich mir jetzt gar nicht... Doch, hier, Paberita war ja Erdbeere und Kartoffel. Oh Gott. Ja, ich habe den... Wie heißt das denn? Ich muss mal kurz gucken. Den Stereo-Mix, genau, den Stereo-Mix hatte ich eingeschaltet und Fraps hat den automatisch aktiviert und gesagt, naja, Mikrofon ist mir egal, dann nehme ich mal den Stereo-Mix auf. Und ja, ja, jetzt kommentiere ich halt, was ich hier spiele und es fehlte mir nur noch eine einzige Kreuzung, für die mir Äpfel gefehlt haben und die wollte ich live im Video machen. Das war, glaube ich, Apfel und Orange. Oder Apfel und Pfirsich. Nee, Apfel und Orange, hier steht's ja. Ja, man hört vielleicht auch, dass der Ton hinten, also der Game-Sound ein Echo hat. Das liegt halt da, also das Echo wird auch immer schlimmer mit der Zeit. Das liegt halt unter anderem daran, dass... Hi, Tartan! Das liegt halt unter anderem daran, dass der das halt zweifach aufgenommen hat. Einmal als In-Game-Sound und einmal als sozusagen als Mikrofon. Ja, und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt noch kommentieren soll, weil ich bin ja immer froh, wenn ich diese Kreuzungszeit überbrücken kann. Auf jeden Fall kann ich noch erzählen, dass ich, ich glaube, 2 Stunden lang... dass ich 2 Stunden lang gekreuzt habe. Bis ich die ganzen noch übrigen Kreuzungen zusammengekriegt habe. Und wenn ich es nicht vergesse, werde ich hier unter diesem Part nochmal alle Kreuzungsmöglichkeiten hinschreiben. Und ich habe mir auch schon die Kreuzungsmöglichkeiten der gekreuzten Pflanzen rausgesucht. Und ich habe jetzt ein Word-Dokument von 10 Seiten. Ja, wir werden sehen, wie gut das funktioniert und wie schön das funktioniert. La, 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 la. Also ich werde auf jeden Fall... Ja, da habe ich mich gefreut, dass es jetzt schon funktioniert hat. Ja, ich werde auf jeden Fall mit den Samen kreuzen müssen, weil... Pff. So, er hat eine seltsame Pflanze gezogen. Das ist vielleicht ein Orafu-Samen. Jo, damit hatten wir alle Kreuzungen zusammen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ja.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dann noch gemacht habe. Also auf jeden Fall habe ich erstmal die Samen abgelegt. Das tun wir hier. Wir schauen erstmal. Melone kann weg. Tomate, Frühling bis Herbst kann auch weg. Rübe, Sommer bis Winter bleibt drinne. Erdbeere bleibt drin. Nee, geht raus. Geht raus. Was tue ich da? Genau, ich wollte nämlich ein paar Erdbeeren behalten. Oh, der Echo-Sound ist echt anstrengend. So, die Melonen kommen auch weg. Dann haben wir Veritu. Die bleibt drin. Die bleibt auch drin. Um Gottes Willen habe ich hier viel Zeug. So, dann stelle ich fest, dass ich gerade voll Unsinn mache. Ja. So, genau. Die Rüben kommen dann auch weg. Man muss ja ein bisschen haushalten mit dem Zeug, das man hat. Entschuldigung. Und ja, ich habe das Nachkommentieren jetzt ziemlich lange ausgesessen. Also so ein bisschen vor mich hergeschoben, weil ich... Ja, ich habe keine Ahnung, ob das... Also, was ich da noch sagen soll. Ich weiß ja immer nicht, was ich gerade gesagt habe. Das ärgert mich ein bisschen. Aber naja. So, die Tartaro-Samen gehen von Winter bis Sommer. Die holen wir uns dann im Winter aus dem Schrank. Ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, was schnell wächst, kann man reintun eigentlich. Aber alles, was bis, nur noch bis Herbst geht, wird erstmal weggepackt. Weil es jetzt, ja, es ist einfach zu unsicher, das zu behalten. Denn wir haben einen Samen davon und ihr habt gesehen, wie lange es dauert. Oder ja, doch, ihr habt eigentlich gesehen, wie lange es dauert, bis man sich einen Samen nachgezogen hat. Und das wäre sehr ärgerlich, wenn man dann einen Samen aussät und der wird dann nix. Und dann muss man sich erstmal wieder neue machen. Das muss nicht sein. So. Da war die Dings, die Schriftfarbe irgendwie falsch. So, dann wird jetzt noch hübscher aussortiert. So, das ist ein Bäumchen, das ist auch ein Bäumchen. Und Ernte im Winter und Ernte im Frühling. Das ist mal ganz selten. Also, wenn was im Frühling geerntet wird, dann bedeutet das, dass es im Winter blühen muss. Findet ihr den Fehler? Ja, okay, ich musste nochmal schnell an die Bananensamen daran. Und habe ich eigentlich was in die Samenmaschine geworfen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einiges, was ich an Wang verkaufen kann. Was ziemlich praktisch ist, eigentlich. So, wir haben viel zu viel Geld. Ganz ehrlich, das ist schon fast... Müsste eigentlich verboten werden. Ja, schmeißen wir die Äpfel rein, die wir gerade gekriegt haben. Momentan brauchen wir sie ja noch nicht. Also dieses Echo ist schon anstrengend, finde ich. So ein bisschen. Findet ihr nicht? Oh Gott. So. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und jetzt merkt man auch, wie sich das Echo verschiebt. Jetzt merkt man es auch an der Musik. Und wir haben noch 6,5 Minuten, an denen wir uns erfreuen können. So, das ist kein Bäumchen. Aber das ist auch kein Bäumchen. Das ist ein Bäumchen. Das wird dann auch eben mal schnell eingepflanzt. Ja... Ernte im Winter. Du hast den richtigen Baum. Ist richtig. So. Dann schauen wir nochmal. Was haben wir noch so? Das ist ein Bäumchen. Genau. Ja. Aber wir müssen erstmal wieder Boden vorbereiten. So. Das war falsch. Denn wenn man abzählt, sieht man schon, dass es Dummsinn war. Nö. Da muss er hin. Genau. Nein, nicht da. Ja, genau da.
Komm, Sharon, du schaffst das. Ja, und da habe ich wieder einen lustigen Minecraft-Vergleich gemacht, dass ich viel zu knickrig bin bei solchen Aktionen und deshalb würde ich ja alles 50.000 Mal korrigieren müssen und lalala. Und jetzt kontrolliere ich nochmal genau, ist es wirklich ein Bäumchen? So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch der. Und ich gucke wieder auf die Karte, was eigentlich total unsinnig ist. Es ist bei der Karte auch totaler Quatsch, dass einem gezeigt wird, wo der Hund ist. Denn, ja, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, wo ich den einpflanzen soll, den Baum. Ja, es ist unsinnig, dass einem gezeigt wird, wo der Hund ist, weil der die Farm sowieso nicht verlässt. Also, Wayne. Gut, das hätten wir schon mal geschafft. Dann kommt der Orafu-Samen, der im Frühling geerntet wird. Jetzt wird nochmal kontrolliert, ja, wirklich im Frühling. Ganz ehrlich, im Frühling. Aber damit wäre das schon erledigt. Und yay, wir haben frische Yamato-Samen, Pflanzen, Früchte, gedönste, dingenste. Jo, mit dem versetzten Ton habe ich gerade gedacht, ich Wahnsinnige hätte da den einen Setzling. Ja, jetzt schon wieder. Als hätte ich da irgendwas kaputt gemacht. Oh Gott. Ist ja nicht so, als wäre mir das nicht schon mal passiert. So, jetzt wird erstmal... Ja, die Orangen können erstmal rübergeholt werden. Die müssen da nicht alleine liegen. Paperita, Herbst bis Frühling. Die werden auf jeden Fall ausgesät. Und dann holen wir uns noch was? Wir holen uns noch die Kabere-Samen. Die kommen auch in die Erde. Ja doch, in die Erde war richtig. Und jetzt haben wir noch einen Platz frei. Na komm, nimm die Berito. Genau, nein, ja, ja, komm, nimm sie. Herbst bis Frühling ist voll in Ordnung, komm schon. So, ich muss mir nur merken, welche Berito 1 und welche Berito 2 sind, weil sie ja beide gleich heißen. So, was mache ich da eigentlich? Sortiere ich schon wieder? Ja, ich sortiere wieder. Und habe dabei wahrscheinlich wieder irgendwas Lustiges gesagt. Frühstück ich? Nee, ich bring's den Tieren, okay. Obwohl Frühstück um 0 Uhr am Nachmittag, also um 12.40 Uhr, vielleicht ein bisschen übertrieben wäre. Aber die hatten noch, ne? Nee, die hatten nicht. Okay. Naja, gut. Dann, holen wir halt ein paar Trauben vom Bäumchen und machen wieder was ganz Tolles und Neues und la la la. Ja. So, und da liegen noch welche? Da liegen noch welche, genau. Und zack. Jetzt sind's alles meine. Und habe ich dann wenigstens schon Ordnung gemacht? Hallo Drucker. Achso, jetzt, nee, doch, war in der Realität, war gar nicht im Spiel. Also habt ihr das vielleicht gar nicht gehört. Vielleicht aber doch, ich weiß es nicht. Es war jetzt etwas irritierend. Ja, genau, ich habe noch Ordnung gemacht, alles weggeräumt, was wegzuräumen ist. Wunderbar. Ach Mensch, bin ja so ordentlich geworden. Ihh. Sehr ekelhaft. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. War ich noch bei den Kühen? Ich glaube schon, ne? Nee, jetzt wird erstmal weggeräumt. Ich glaube, die Hacke muss erstmal weggeräumt werden und der Trimmer, genau. Oh Gott. Diese eindeutigen Töne immer, dieses Wechseln von Stellen, die mit so einem Bing gemacht werden. Das ist so nervig, wenn das versetzt ist. Oh. Ja, genau. Ich wollte mit Sophie interagieren. Nee, es ist nicht Sophie, es ist Melanie. Hallo Janet. Dann haben wir hier Lula, die bald verkauft wird und sich darüber freut. Und Hayes ist gesund. Das ist doch schön. Und ja, Sophie. Sophie steht fast an der Tür. Und sie hat ihre Milch schon gegeben. Ich habe ganz leise Hoffnung, wirklich ganz leise Hoffnung, dass sie es mit der Zeit wieder nach draußen schafft. Also vielleicht bewegt sie sich jedes Mal, wenn ich klingel oder so. So ein Stückchen, ich weiß es nicht. Aber es wäre schon mal ziemlich toll, wenn
das so wäre, ne? Dann schauen wir nochmal nach unseren Hühnern. Ja, die haben Eier gelegt. Ein goldenes Ei ist meins. Dann haben wir noch ein goldenes Ei. Und dieses Echo ist echt brutal. Wobei ich nicht verstehe, warum sich das so verzogen hat. Naja. Gut, ich denke, ich werde dann in diesem Part hier speichern gehen. Und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon A Wonderful Life wieder. Dann wieder live. Au revoir.